Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich mit dem Thema Feminin und Feminismus auseinandergesetzt und bin auf ein sehr interessantes Zitat von Nicholas Rockefeller gestoßen zum Ursprung des Feminismus. Bevor ich das Zitat vorlese, möchte ich kurz darauf hinweisen, ich lese hier nur ein Zitat vor, es ist weniger meine Meinung und möchte Sie einladen, in den Kommentaren dieses Zitat auseinanderzuflöten, Ihre Meinung abzugeben und mal schauen, wie das Video ankommt. Nicholas Rockefeller sagte dazu Folgendes: Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unserer Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familien zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren Modeschönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Das war das sogenannte Zitat. In dem Sinne, bleibt informiert, was alles so passiert. Und bleibt friedlich.